Einen schönen guten Abend hier live aus dem Livestreaming-Room von Emergency Lüdenscheid. Schönen guten Abend. Heute wieder mit dabei Leo, Pinky und Phil. Hallo, ich drei. Hallo. 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 Schön, dass ihr auch wieder so zahlreich da seid. Wir wollen euch wieder ein bisschen was zeigen, nicht so viel erzählen, einfach ein bisschen spielen. Wir fangen mit Brandstedt an, gehen dann rüber zu Lüdenscheid. Ja. Und schauen wir mal, was ihr so entdeckt für die 1.0. Und weil schon ein paar geschrieben haben, April, werden wir ja sehen am 1. Mehr werden wir dazu nicht sagen. Dann. TH1, Verkehrsunfall mit LKW. B1, PKW-Brand. B1, ihr hört halt doppelt die Ansagen, weil es von Leo auch kommt. Ich mache dann aber kurz mal aus. So. Ich glaube, das da oben ist beides deins. Wo denn? Ui. Der B1, unklare. Da brennt's ein bisschen. Leo, kommst du dazu mit der 3? Zum B1, unklare Rauchentwicklung? Ich komm dazu. Gerne. Also, Entschuldigung, der Pinky, sorry. Ja, mein Gott. Ich mich dann jetzt auf. Gleich mal schön am Fackeln hier. Oh je. Da gab's gerade 5 Gift-Subs, Danny. Dankeschön. Dann sag du am besten Dankeschön, weil ich kenne mich nicht aus. Also, Michael hat das geschenkt. Dark Silent hat ein Abonnent geschenkt. Danke, Michael. Phil, wir brauchen die Stadtwerke beim TH1. EU kommt dazu. Ui, da brennt's ordentlich. Ihr könnt ja auch immer ein bisschen so in die Aufgabenliste gucken, dann seht ihr auch, was so dazugekommen ist, so als kleiner Spoiler immer. Da hat sich ja auch einiges getan. In dem Sinn, falls sich wundert, warum ich nichts mache, ich kann halt nichts machen, weil ihr hört vielleicht am Geräusch. Der Partikeleffekt ist gerade nicht da, vermutlich weil ich die Einstellungen runtergedreht habe fürs Streamen. Aber grundsätzlich ist da, na ihr seht da, der Strom. Kann man halt nicht zum Fahrzeug hingehen, muss erst der Technik abschalten, den Strom. Sonst wird das nix. So, wie schauen wir hier aus? Edins ist da. Stärke sind auch gleich da. Perfekt. Der Vorteil an den Markern ist halt, dass man jetzt erkennt, welches Fahrzeug wohin kommt. Früher war das halt so, du hast halt immer fragen müssen, wo kommt der Abimanf hin, wo kommt dies hin, wo kommt das hin. Du siehst halt jetzt, wo was hinkommt. Wer es vielleicht beim letzten Mal nicht gesehen hat, Drehleiter, Rechtsklick und er macht das automatisch. Er spart auch so manch Arbeit. Gut, Strom ist aus. Perfekt, danke. Okay.
Beim VU-LKW eine verletzte Person. PKW-Brand ist down. Person ist rausgeschnitten. Unter der Lagerhalle brennen Reifen und daneben stehen Gastanks. Wo dann? Ah, hier. Aber die sind, glaube ich, schon explodiert, oder? Wo? Nee, an der Autobahn, meine ich. Also irgendwas ist da schon explodiert, ja. Ja, irgendwas schon, aber da stehen noch zwei. Meinst du die beiden hier ganz links nahe der Brücke? Wenn man nach Norden guckt, ganz rechts an der Brücke. Danke übrigens an die ganzen Follows und aber danke Michael an die geschenkten Abos. Komm ich da hin? Feuer ist gelöscht bei dem B1 PKW. Okay. No. Dann übernehmen wir mal. Ihr seht halt noch, das ist jetzt gerade alles ganz neu drin mit den Ghost-Modellen. Hier ist zum Beispiel das Dach noch weg, weil das Blaulicht drauf ist, das schimmert teilweise durch. Aber es ist halt noch ganz neu, trotzdem wollten wir es euch nicht vorenthalten, was so passieren wird. Und ja, Maximilian, du hast explodierende Gastanks gehört. Es gibt Gastanks, es gibt Gasflaschen. Ja, wenn es irgendwo ausartet, wenn irgendwo es explodiert, Feuerwehrleute plötzlich verletzt sind, was auch immer, dann sag danke zu Leo, denn er hat sich da ziemlich ausgetobt. Ich glaube, das ist sein Lieblingsfeature, was reingekommen ist, diese Gastanks. Oder liege ich da falsch, Leo? Nee, das Beste, was jemals hinzugefügt wurde. So, da brennt es auch noch ordentlich. Also diese Hallen sind hier schon ordentlich. Brennt schon ordentlich. Ja. Ich schicke auf die Autobahn noch die 25 hoch. Vielleicht bringt uns das was. Du hast die, okay. Wusste ich gar nicht. So. Brauchen noch den GW Logistik. Sonst haben wir ein kleines Problem. Ist der Spielsound laut genug? Wenn nicht, einfach was sagen. Verletzungsmuster gibt es keine neuen, das ist alles aktuell noch so, wie es war. Das mit den Verletzungsmustern ist halt auch irgendwie so ein bisschen eine kritische Sache, weil das eine eigene Definitions-Datei ist, die von Emergency kommt. Wir haben zwar Anpassungen gemacht, ich wollte aber mal den Namen ändern von einer Verletzung, aber das ging dann irgendwie nicht so, hat dann trotzdem den Original genommen. Aber vielleicht in der Zukunft mal. Kannst du was lauter machen, wenn es ist. Ich würde schon mal anfangen, die Busse abzuschleppen, ne? Ja. Mach's aber die nacheinander, weil es sind ein bisschen viele. Ja. Ich hatte den Einsatz auch schon. Wirklich? So, GW Logistik. Wir brauchen einmal Tankstopfen und wir brauchen einmal ein Kanaldichtkissen. So, hier ist irgendwo der Kanal. Und da steht der Polizeiwagen drauf. Und den Tankstopfen brauchen wir für den LKW. Okay, das haben wir jetzt schon gut fertig. Dann braucht die 25 ja gar nicht mehr. Ah, doch, die soll vielleicht schon noch kommen. Übrigens ein kleiner Funfact, wenn ihr mal Brandstelle spielt,
achtet auf die Wachen, wo sie sind. Die 25 ist zum Beispiel hier rechts außen und die ist natürlich auf der Autobahn extrem schnell. Die fährt hier schon lang. Genauso auf dieser Autobahn hier unten. Wenn ihr ein UVU auf diese Fahrtrichtung habt, denkt dran, hier gibt es die 21, die hat eine direkte Anbindung auf die Autobahn mit einem RW, das heißt, die fährt hier auf die Autobahn auf und ist gleich beim VU. Alle anderen müssten ja umdrehen. Und so kleine Lifehacks. Ja, da fängt man hier gerade an, einen Reifen zu löschen, da kaum fertig brennt schon der nächste. Ja klar, ist ja komplex, diese Reifen. Sind. Hast du Wasser auf der Autobahn? Nee, ne? Nee, aber ich glaube, das klappt, oder? Ja, nee, warte, ich weiß, was wir machen können. Da kommt der Abi Wasser zum Einsatz. Leute, echt die Gastanks. Ja. Das wird vor allem einfach zur Seite gehen und dann löst das Problem sich von selbst. So, kühl. Du lauf mal darüber. Kannst du überhaupt darüber laufen? Ich kühle lieber mal die Gastanks. Ich kenne Leo. Ja, ich sag's auch nicht umsonst. Also. Vielleicht geht hier die Atombombe los. Bei Leo weiß man es nicht, was er da wieder gebaut hat. Kann die Polen mal die Autobahn komplett sperren? Jo. Das wäre sehr nett. Diese B1 unklare Rauchentwicklung, das sind übrigens so Special Events, die wurden gesetzt an gewissen, also wurden an gewissen Stellen an der Karte gesetzt, wo sonst nie was generiert. Das heißt, das kann von einem ganz kleinen Brand bis zu einem Riesenbrand mit Explosion sein oder wie hier jetzt zu einem Großbrand beim Busunternehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir den AB Wasser schon mal im Einsatz hatten, ob wir den schon mal gezeigt haben. Hatten wir, glaube ich, letztes Mal. Ja. Dafür stellt wir noch vor, dann fertig bis dann wieder frei. Ja. CLF kann einrücken. Gut, da haben wir es. Handelt aus. Ja, ich lasse noch auftanken und dann. Nee, die schmutzige Bombe ist nicht mehr drin. Es gibt einen eigenen Bombeneinsatz von uns, aber die schmutzige Bombe ist nicht mehr drin. Dafür gibt es bei Brandstedt halt ein Atomkraftwerk. Wenn das brennt, haben wir ja schon mal gezeigt. Viel Spaß. B3, unklare Explosion. Oje. Oje. Ist mein ERW direkt daneben. Perfekt, kannst gleich. Pack den Feuerlöscher aus. Kannst gleich zufahren. Das sind übrigens so kleine Siedlungen bei Brandstedt, die halt sehr, ja, sehr gut brennen, würde ich mal sagen. So. Leo, ich schalte mal auf deine Sicht. Ich glaube, deine ist spannender. Ja, ich räume ja gerade zusammen, die ist, glaube ich, nicht so spannend. So, Feuerlöscher schnappen und rein da.
Ja, dabei erstmal verbrennen, ne? Also grundsätzlich, weil immer wieder mal kommt, könntet ihr das so machen, weil das haben die, und könntet ihr das so machen, weil die haben das so. Wir machen grundsätzlich nichts, weil es andere haben, sondern wir machen es immer so, weil es halt zu uns passt oder weil es uns gefällt. Das ist uns wichtig. Und da fackelt gleich ein Polizist ab oder was auch immer. Ah, nee. Und manche müssen dann Opfer gebracht werden. Ja, also generell das mit den Folgetonhörnern haben wir ja schon angepasst. Wir haben hier sehr, sehr viele Sounds bekommen. Danke nochmal an dieser Stelle, wie jeden Stream mittlerweile schon gesagt, an Mama von Retrofitting. Da haben wir sehr, sehr viele Sachen bekommen. Und wir haben auch sehr viele ausgetauscht. Das heißt, grundsätzlich bei den Wachen ist es mittlerweile schon so, also bei den Fahrzeugen, dass die sehr, sehr viele Fahrzeuge ein anderes Martinshorn haben oder Folgetonhorn oder halt auch das passende. Gerade bei einem Polizeistreifen ist da teilweise ein RTK 7 drauf, dann ist auch dieses Folgetonhorn drauf. Da ist aber Leo der Profi, da kann der vielleicht mehr zu sagen. Du hast alles gesagt. Was? Hast alles gesagt, was zu sagen gibt. Ja, kannst du sagen, was du alles geändert hast, wenn du willst. Es hat sich eigentlich alles geändert. Also es hat niemand mehr das Standard Martins von 1 auf Ratchet. Du Hydrantendieb. Oh je. Ich glaube, es liegt der Menge an NFs, die wir haben, brauchen wir auch gleich Nabelwasser hier. Wenn du das, den Dachmonitor vom HLF 1 nutzt, dann das ist es kritisch. Ja. Ja, das ist cool schon. Ja, Alter. Gute Strategie. Wir wollen ja löschen, wa? Momentan ist nicht geplant, dass wir die Funktion einfügen wie bei Biberfeld. Also wie schon gesagt, wir machen nicht alles an. Wir machen nicht irgendwie allen anderen was nach, dass wir jetzt dann sagen, es gibt ja auch einen Folgetonhorn zum Umschalten. Erstmal bleibt es so, wie es ist. Es kann sich natürlich vieles entwickeln, und wenn wir der Meinung sind, dass es cool ist oder dass es zu uns passt, kann es auch sein, dass es reinkommt, aber momentan ist nichts diesbezüglich geplant. Nein, Nick, die Funktion hat die Matrix noch nicht. Es ist weiter nur ein Roleplay. Was sich in der Zukunft noch ändert, kann man nicht sagen, aber momentan ist es weiterhin nur für Roleplay-Zwecke gedacht. Okay, Leo, bei dir rastet's aus. Ja, ich glaube, es passiert gleich. Alle. Bevor alle Augenkrebs schauen, schalte ich mal weg. Ist wieder da? Ja, nee, es ich darf nur nicht an den Einsatzort gehen. Die schöne Grafik-Engine. Ja, jetzt ist sie weg, warte. F7 müsste ja jetzt regeln. So, kannst wieder zuschalten, Bruder. Perfekt, F7 hat geregelt. Also ihr habt das jetzt gerade live gesehen, wenn die Grafik-Engine abschmiert. Wir sagen zwar immer dazu, F7 ist halt trotzdem nach wie vor keine hundertprozentige Garantie, aber es ist halt eine Verbesserung. Das heißt, wenn es abschmiert, habt ihr eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, dass ihr nicht abbrechen müsst, sondern dass ihr weiterspielen könnt. Der Vorschlag, dass ein Alarmierer mit einem Melder kommt, kam schon mal im Forum, wurde von uns bereits bearbeitet und wird nicht kommen. Aber warum oder genaueres kannst du ja im Forum nachlesen. Generell alle Ideen und Wünsche, die ihr habt, einfach ins Forum reingeben. Und ich poste mal einen Link rein.
einfach danach gucken. Und wichtig ist halt bei den Ideen, wir schreiben, es steht auch überall dabei. Wenn jemand eine Idee hat oder einen Wunsch hat, dann macht euch auch Gedanken dazu. Heißt nicht einfach schreiben, könnt ihr das machen und das, sondern wirklich Gedanken dazu machen, wie könnte man das umsetzen, was hat das für einen Vorteil, was hat es vielleicht für einen Nachteil. Weil wenn wir merken, es hat sich jemand Gedanken dazu gemacht, dann ist es einfach auch für uns schön. Was immer, ja, für uns sehr lieblos klingt, ist einfach, wenn man schreibt, weiß nicht, ich möchte, dass, weiß nicht, Fahrzeug 1 ins Spiel kommt. Fertig. Welche Funktion es haben soll, warum es ins Spiel kommen soll, keine Ahnung, ja. Übrigens, Dankeschön, Bad Pac-Man 92, für dein Trinkgeld, für deine 5 Euro. Danke, danke, danke. Ich weiß jetzt nicht, welchen Witz du meinst. Also ich kann euch das Alarmierungsmenü mal zeigen. Es gibt einen Entstörungsdienst, das passt, aber Stadtreinigung gibt es 2. Durch die neuen Einsätze muss man ja auch teilweise was wegräumen von der Straße, darum gibt es 2 Stadtreinigungsfahrzeuge. Zur neuen Leitstelle werden wir noch nicht sagen, haben wir eh letztens schon gesagt, wenn es soweit ist, dann zeigen wir euch die neue Leitstelle. Aber bis dahin müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Brand ein Familienhaus. Was gehört dir, Pinky? Uiuiui. Achso, willst du was von mir jetzt Unterstützung haben von 21, dann komme ich gerne, aber sonst. Krieg mir hin, glaube ich. B4, ui. Brandgewerbe. Das ist, glaube ich, Chemie, oder Leo? Nee. Okay. Es kann kein Gewerbebrand mit einem Chemiebrand enden. Schick die 3 trotzdem mal dahin. Ja, brauchst du aber grundsätzlich nicht. Das ist gleich abgelöscht mit der 1 dann. Für die Ölspuren gibt es nur das ÖSF, aber das reicht völlig aus. Der B-Dienst steht da übrigens gegenüber vom Einsatzort. Ja, ja. Den interessiert das nicht. Also grundsätzlich, so wie es wir jetzt spielen, ist es im Endeffekt die, unserer Meinung nach, die beste Aufteilung in diesem Bereich. Du hast als Spieler 1 bei der Feuerwehr, hast du die BF1, die BF2, die FF21, die ist hier links unten, und die FF25, die ist rechts außen, und die BF2 ist rechts Mitte außen. Und als Spieler 2 von der Feuerwehr hast du dann eben die BF3, die sehr zentral liegt. Du hast die 23, die hier liegt, und die 22. Und dann hast du dann noch die 24, die ist rechts außen. Das heißt, das ergibt sich dann relativ gut, dass jeder an der Karte gut beschäftigt ist. Mach euch mal den Sound aus, sonst werden wir alle taub. Wie willst du mit der Oh, das sind Gastanks, oder? Gastank. Oh nein. Ja. Wann explodieren die Gastanks? Wenn sie, glaube ich, voll sind. Oder jetzt. Oh, kleine Explosion hier. Das sind die kleineren. Die roten hier an der Seite sind die heftigen, neben der Lagerhalle. In welcher Lagerhalle? Neben der Lagerhalle. Ach, die da. Na gut, das kennen wir. Rot ist hochexplosiv. Dann löscht mal da. Löschen wir mal lieber das Gebäude da hinten. Unklare Explosion. Oh. Ui.
Ich schick mal Andi auf die Autobahn hoch, die 21. Willst du das machen, Danny? Dann B3? Ja. Nee, du könntest unten mit der 24 hinfahren und ich komme auf die Autobahn hoch. Ich habe hier bei dem B2 ein für mich in Haus einen kaputten Hydranten. Wollen wir nicht gleich dran? Lünzing bleibt ganz normal bestehen. Könnt ihr weiterhin spielen. Ja. Jetzt gibt es halt so ein Mittelding, es gibt jetzt Lünzing, das ist die kleinste Karte, dann gibt es Brandstedt, ist die mittlere, dann kommt Lüdenscheid, die größte. Und Brandstedt wird halt irgendwann mal nach rechts und nach oben noch erweitert. Das kommt dann alles mit der Zeit. Und die ist dann letztendlich fast so groß wie die Lüdenscheid-Karte, aber noch ein bisschen kleiner. B1, PKW-Brand. Soll ich da mit der 2 hinfahren? Wo ist denn überhaupt? Ja, kannst du machen. Für die Pol, der Christoph 10 kommt. Gesehen kommt. Nein, nein, das brennt hier drüben auch schon. Da ist er da gar nicht hin. Mein da jetzt. Ah. Lauch auf Strahl stellen und rüber spritzen. Ich könnte die Drehleiter abbauen. Ich komme da glaube ich nämlich nicht hin. Die müssen dann außen rumlaufen. Kommt zur Türöffnung noch die Feuerwehr dazu? Ach so, ja. Ups, das bin ja ich. Mann, ich mach das auch mit dem 43, aber... Kannst du auch mal. Die Lösung bist du. Will mal schauen, wie ich das mit dem Brand da hier mache. Oder könntest du von der 3 zur Sicherheit einen LF auf die Autobahn schicken, Pinky? Für welchen jetzt? Beim B4, da brennt es auf der Autobahn. Aber da komme ich, glaube ich, nicht hin. Machen wir. Jetzt brennt der Scheiß schon wieder. FF21 ist auf der Autobahn. Haben wir da eigentlich Wasser irgendwo? Ja, genau. Da haben wir Wasser. Maximilian, freut mich, dass dir die Wachen und die Fahrzeuge und die Sounds so gefallen. Hast du gerade irgendwas zu tun, Leo? Nö, gar nichts. Ich warte bei der Türöffnung auf meinen Patienten. Ich warte beim PKW-Brand auf meinen Patienten. Okay. PKW-Brand könnte übrigens netterweise mal angefangen werden. Ja, chill. Ich habe ja keine Eile. Ein Landeplatz ist auch da. Danke. Ja, es brennen kann es ja eh nicht mehr. So kann man es auch sehen. Oh nein. Ist genau das passiert. Die laufen dann nämlich außen rum. Eine Busch. Am einen Busch kommt man da dran. Vielleicht komme ich hin. Ja. Ich glaube, es geht sich aus. Nee. Ja, doch. Gut, dann kann die 3er heimfahren. Und für die, die es nicht wussten, wenn der BMA ausgelöst ist und es brennt noch, könnt ihr die erstmal zurückstellen oder zumindest quittieren, dann habt ihr nicht die ganze Zeit diesen Sound.
Kommt eigentlich noch Feuerwehr zuerst oder ist das schon so aus wie ein RTW? Mhm. So. Machen wir mal Türöffnungskauf, mal die Tür auf. Leo, ich schneid gleich deine Person raus. Ja. Ah ja, das Windrad. Achso, das ist schon gelöscht, glaube ich, oder? Ist schon aus. Ist schon aus. Sorry. Aber wir geben jetzt Leo gleich mal was zu tun, bin ich der Meinung. So. Jungs, wie immer, wenn ich dieses Tool verwende, dieses Tool ist für uns gedacht, bitte nicht nutzen. Wenn ihr es nutzt, dann... ja. Du es bitte nicht. Eigene Gefahr. Was können wir denn machen? Ah. Schön. TH3, CO-Austritt. Da gibt's ein paar Verletzte, würde ich mal sagen. Für die Pol einmal bitte die Hauptstraße komplett dicht machen. Ich arbeite da dran. Dankeschön. So. Ich habe ein bisschen Personal zum Ziehen alarmiert. Ich wechsle jetzt auf die Sicht zu Leo, weil er hat es definitiv mehr zu tun. Dann kann ich mich ja ein bisschen auf den Chat konzentrieren. Oh. Ich habe kurz F7 gedrückt. Und mein Boden ist wieder da. Das liegt aber, glaube ich, am Pinky. Ich hatte schon so ewig lange nicht mehr Probleme mit dem Boden. Jetzt das erste Mal wieder seit weiß nicht wie vielen Spielrunden. Ich glaube, es ist deine Schuld. Willy der Pick. Servus. Vielleicht noch ein bisschen weiter vorne dicht machen, gerne. So, schauen wir mal der Werkfeuerwehr bei ihrer Arbeit zu. Was, ob sie gute Arbeit leistet. Ja, ist viel Druck. Da steht sie nur rum und macht nichts. Kohlenmonoxid. Nein, Firefighter sind nicht alle Hilfsorganisationen vertreten. Es fehlen nur die Malteser auf der Karte. Ansonsten haben wir alles. Auf sowas müsst ihr übrigens achten. Na gut, du stellst mir irgendwo auch Mannzelte jetzt bald hin. Ja. Ist der LNA da? Sollen wir warten oder gleich reinziehen? Ja, macht schon mal. Pinky, dann nehme ich mal die Patienten, die nicht dekontaminiert werden müssen. Ja, das sind glaube ich jetzt hier allzu viele. Hm.
glaube, die, die nicht dekontaminiert werden müssen, sind nicht mehr bei uns. Doch, doch. Nee, es gibt kein THW. Also wir haben ja eh schon mehrfach gesagt, THW ist nicht geplant, noch nicht geplant. Was die Zukunft bringt, kann man natürlich nicht sagen, aber vorerst ist kein THW geplant. Aktuell ist ja nur der Hund vom THW da. Genau. Der wird jetzt THW eingeordnet. Schauen wir mal Leo beim Arbeiten zu. Trag dann die Leute, die du dekontaminiert hast, nach vorne ins Zelt, wenn du willst. Oh, 3 Tote im Zelt. Liegen die unterm Zelt, das ist gemein. Kriege den noch irgendwie. Gesichtet wird gerade noch. Okay. Irgendwer hat da rote Leute in der Hand. Das ist Pinky bestimmt. Ja, die sind halt alle noch kontaminiert. Achso, oh. Nee, die Patientenablage ist vorerst einfach fürs Roleplay gedacht. Man kann es nutzen bei Verkehrsunfällen, dass man zum Beispiel sagt, okay, hier die Patienten ablegen in der Feuerwehr. Hat aber keinen weiteren oder keine weitere Funktion erstmal. Grundsätzlich kann man leere Fahrzeuge immer noch fahren. Es hat sich da nichts geändert, aber wir haben bei den NEFs jetzt immer noch einen Notfallsanitäter draufgesetzt. Das heißt, grundsätzlich ist auf dem Fahrzeug jetzt auch ein Notfallsanitäter drauf und er ist zu zweit besetzt. Aber das ist halt nicht so einfach mal ein paar Zeilen geändert und im Code geändert und dann ist das so, dass es nicht mehr geht, sondern das ist schon ein bisschen tiefer liegen. Und ich sage jetzt mal, das ist trotzdem noch ein Spiel. Man muss jetzt nicht alles komplett einschränken. Was ist zum Beispiel, wenn die Feuerwehrleute selber verunfallen oder irgendwie durchs Feuer geschädigt werden und dann halt ja, nicht mehr einsatzbereit sind. Dann steht das Fahrzeug rum, dann muss man es wieder mit dem Debug-Tool löschen. Also man muss da schon ein bisschen aufpassen, dass das Spiel auch spielbar bleibt und nicht alles einschränken. Wer mit Roleplay, wer auf Real-Life-Basis spielen will, kann ja dann für sich selber entscheiden, dass ein Fahrzeug, das keinen Fahrer hat, dann nicht bewegt wird. Phil, ich bräuchte einmal 3 Landeplätze. Wo dürfen die denn hin? Am besten da, wo der Christoph jetzt gerade drüber steht, auf der Hauptstraße. Manfred Andersen. Nicht Manfred Andersen. Nick, du hast gefragt, was bedeutet die Farbe Blau bei Manf. Grundsätzlich kann mich jedem nur empfehlen, schaut euch das einfach mal an. Das Ganze nennt sich Triage. Findet man also in Google auch sehr, sehr viel drüber. Grundsätzlich wird halt die Farbe Blau oft halt als abwartende Behandlung bezeichnet. Und das heißt halt einfach, man hat viele Patienten, aber zu wenig Personal, um alle zu behandeln. Und dann kommen halt Patienten
in die Kategorie 4, wo man sagt, wir haben eine sehr, die sind sehr schwer verletzt, haben eine sehr geringe Überlebenschance. Man kümmert sich lieber um andere, die Kategorie dann in Kategorie 1 zum Beispiel. Und ja, oder halt, ja, das ist halt auch länderspezifisch. Das muss man halt, ich weiß nicht, ob es in Deutschland genauso ist wie in Österreich. Das muss man einfach googeln, ehrlich gesagt. Hier kommt es auf den Landkreis drauf teilen, ja, tatsächlich. Aber grundsätzlich, ich kenne es oft, dass es halt hauptsächlich als abwartende Behandlung bezeichnet wird. Grün ist halt leicht verletzt und blau kann halt sein, dass es zum Beispiel eine schwer verletzte Person ist, wo man einfach sagt, man hat zu wenig Kräfte, man kann sie nicht mehr behandeln oder man kümmert sich um andere und man schiebt sie halt mal dahin. Und dann kann es durchaus sein, dass sie halt dann verstirbt in der Kategorie 4. Aber wie gesagt, Landkreis verschieden, Länder verschieden. Muss man einfach ein bisschen googeln. Sind PDZs für Brandstedt geplant oder werden manchmal nur in Regelrettung gemacht? Es gibt durchaus die SEG bei Brandstedt und einen PTZ. Einen PTZ? Ja, einen PTZ. Haben wir alle? Ich meine ja. Nicht, dass ich gut, du hast die letzten drei jetzt noch ins Zelt. Dann hab das. Vier. Also ich kann es euch gerne mal aufmachen im Rettungsdienst. Ist halt natürlich jetzt ausgegraut. Wo ist es? Dann musst du gleich ins andere Fenster wechseln, denn sonst sieht man das so schlecht. Ja, ich gehe. Also man sieht eh, glaube ich, Leos Fenster, oder? Ja. Ja. Kannst du mal das Alarmmenü aufmachen, Leo? Rettungsdienst? Genau, da sieht man es, die Spezialkräfte, die SEG ÖRK. Und den PTZ. Wer hat den? Oder wird er nicht angezeigt? Es gibt keinen PTZ mehr. Da gibt's nicht mehr? Ach so, kann auch sein. Nee. Ups. Es gibt nur die SEG. Okay. Dafür kommen extern Langenfeld und Solingen mit jeweils. Ah ja, stimmt, stimmt. Zwei RTWs. Stimmt. Es hat sich ja bei der Entwicklung der Karte generell so viel geändert. Zuerst hatten wir PTZ und SEG, dann kam der PTZ wieder weg, um Einheiten zu sparen, um andere Einheiten zu ermöglichen und ja. Ich bin da schon komplett durch, was das betrifft, aber da ist Leo halt der Profi, der merkt sich das, keine Ahnung wie, aber er macht's. Gut, dann haben wir jetzt glaube ich alle drinne. In Österreich hat man zumindest, zum Beispiel zur Triage, hat man in Österreich früher noch eine Totensammelstelle gehabt. Gehört ja auch zur Triage grundsätzlich dazu. Da haben wir aber jetzt auch mal gesagt, von unserer Organisation, dass das nicht Aufgabe des Rettungsdienstes ist, sich um tote Personen zu kümmern. Darum ist es ausgelagert worden. Dafür ist jetzt in Österreich, oder zumindest in unserem Bundesland, die Polizei verantwortlich. Ist ja auch nicht... muss man auch ehrlich sagen, ist halt auch nicht die Aufgabe vom Rettungsdienst, sich um verstorbene Personen zu kümmern. Ja, Schokolade so ähnlich. Also du hast Schokolade geschrieben, Einheiten müssen gespart werden, damit die Engine nicht abbraucht. Ja, so kann man es ungefähr sehen. Umso mehr Einheiten auf der Karte sind, umso mehr Blaulicht aktiv ist, umso mehr Zivilverkehr auf der Karte aktiv ist, umso schneller ist der Boden weg, umso schneller stürzt die Grafik-Engine ab. Und jetzt sind wir bei Brandstedt auf 138 Fahrzeuge, also Einheiten, auf Lüdenscheid glaube ich auf 135, das ist schon sehr, sehr viel, müsst ihr euch mal vorstellen. Das sind 138 Fahrzeuge, die ihr alarmieren und steuern könnt. Das ist schon extrem viel, muss man ehrlich sagen. Leo, kommen deine RTHs nochmal wieder? Nee, die sind jetzt eh gleich in Pause, stimmt nämlich. Ah, ist auch mal schlafen. Wenn du wieder bereit bist, Leo, sag, dann mache ich die Einsatzstufe wieder hoch. Bin wieder bereit. Bin jetzt wieder bereit, okay. Die Regel, die 4 ist ganz da, die 2 ist da, 21, 6. Diebstahl. Schaffen das.
Ja. Bei solchen Einsätzen wie zum Beispiel Gasaustritt ist nur zu empfehlen. Guckt euch das ein bisschen an, macht einen Einsatzstopp rein, spielt es ordentlich. Natürlich könnt ihr auch auf Einsatzstufe 4 weiterspielen, aber das ist halt dann irgendwann nicht mehr sauber. Danke für dein Prime-Abo, K33P0R. Ihr habt immer so lustige Namen, das kann ich überhaupt nicht aussprechen. TH1, Verkehrsunfall. Ui. Da fährt doch mal die Zug 23 hin. Ja, betrifft mich nicht. Der Beefcake Max, wenn dir sowas auffällt, ich poste nochmal den Link zum Forum rein. Wir haben natürlich im Forum auch einen Fehler- und Problemebereich. Wenn dir sowas auffällt oder wenn generell jemand bei der Mod etwas auffällt, natürlich jetzt auf die aktuelle Release-Version, dann schreibt das bitte auch rein. Grundsätzlich macht es jetzt, muss man ehrlich sagen, wenig Sinn, jetzt noch was zur Release-Version reinzuschreiben, weil viele Sachen halt einfach geändert wurden oder gar nicht mehr so sind. Aber wenn ihr dann, wenn die 1.0 mal rauskommt und ihr euch fällt irgendwas auf, was nicht passt, was falsch ist, was wo ein Fehler ist, dann einfach wirklich gerne reinschreiben, weil wir können es auch nur beheben, wenn es jemand meldet. Zum Beispiel, wenn der Hauseingang auf einer falschen Seite ist oder eine Türöffnung nicht abgeschlossen werden kann, weil es keine Main Door gibt, reinschreiben, dann können wir es beheben. Und generell, wenn ihr ein bisschen zocken wollt und ihr seid noch nicht auf dem Discord, schaut gerne mal vorbei. Im Forum haben wir ja die 10.000 Member schon geknackt, also über 10.000 mittlerweile, was uns das sehr ehrt und sehr freut. Die Mod ist ja noch nicht mal ein Jahr draußen und trotzdem schon über 10.000 Leute im Forum registriert. Das ist echt krass. Ist Phil eigentlich gerade da? Ich weiß nicht. Ja, ja. Der ist da. Also, der ist auf jeden Fall da. Seit 5 Minuten rennt irgendwie da so ein Dieb durch die Karte. Ich hab den Täter übersehen. Ja, ich hab die anderen Einsätze bearbeitet. Den Täter habe ich übersehen. Aber ich fange jetzt. Die Sim-Sounds kann man später nicht ausmachen, aber ich werde sie noch ein bisschen leiser machen. Das wirst du wohl erst am 1.4. mitbekommen. Die Antwort war auf die Frage, ist das Release-Date eigentlich ein April-Share zur 1.4. mäßig? Wird man halt dann erst sehen. Das können wir leider noch nicht sagen. Oder wollen wir nicht. Werden wir nicht. Ich würde sagen, wir machen noch bis 20 Uhr Brandstedt und wechseln dann auf Lüdenscheid. Ja, mal hoch mit der Einsatzstufe. Ich würde jetzt einfach mal ganz frech behaupten, dass... Durch. Sorry, was, Leo? Der Mann ist durch. Ich würde mal frech behaupten, dass unsere Server definitiv beim Release nicht eingehen. Aber ich... bezweifle nicht, dass die Emergency-Server beim Release wieder eingehen, aber da könnt ihr euch ja auch helfen.
Ihr könnt euch natürlich alle Hamachi runterladen, dann zum Beispiel, wenn die Server überlastet sind oder wenn es generell Probleme mit den Immersion-Servern gibt, holt euch Hamachi, macht euch ein privates Netzwerk und spielt über Direktverbindung. Weil dann läuft das direkt über euch, über eure Internetverbindung und hat nichts mehr mit Emergency zu tun. Also mit deren Servern, dann habt ihr da auch keine Probleme. Danke, Chibani. Ja, das stimmt, Bad Pac-Man. Wir haben mal gesagt, für jedes Mal, wenn gefragt wird, wenn die Mod rauskommt, kommt später raus. Anfang haben wir gesagt, eine Stunde später. Da wären wir aber schon, weiß nicht wo. Ich glaube, das erlebe ich nicht. Ja, wir haben es dann letztendlich aufgegeben. Es hilft ja sowieso nichts. Also, wenn der Tag kommt, wo es released wird, könnt ihr euch ja mal den ersten vormerken, da haben wir mal was gepostet. Ob es der erste wird oder nicht, seht ihr dann, ob es April steht oder nicht. Auf jeden Fall an dem Tag, wo es released wird, werden wir wieder am späten Nachmittag releasen. Es wird höchstwahrscheinlich wieder eine Pre-Order-Phase geben, das heißt, man kann sich die Mod schon vorab runterladen. Aber halt wird dann erst freigeschaltet, wenn es soweit ist. Und ja, alles Nähere gibt es aber dann nochmal kurz vorher, wenn es auch wirklich soweit ist. Das Einzige, was beim Preload halt zu beachten ist, Preload heißt natürlich, ihr habt dann eine neue Version installiert oder das neue Update installiert, das ihr noch nicht spielen könnt, weil es noch nicht veröffentlicht ist. Heißt, ihr könnt dann auch nicht die normale Version spielen. Da muss man halt dann aufpassen. Aber wer halt natürlich eine langsame Internetverbindung hat, kann sich schon vorher preloaden. Dann kann er halt, bis das Update rauskommt, nicht spielen. Aber der Preload-Prozess beginnt einen Tag vorher. Alarm. Alarm. Täter jagen. Ich bin schon dabei. B3, unklare Explosion. So. Wo brennt's? Oh. Vermeter 21 dazu. RD, Alkoholintoxikation. So. Ich glaube, den kriege ich nicht. Ah, den kriegst du. Ich blockiere ihn. Warte kurz. Krankenwart, ich denke jetzt nicht, dass dein PC das nicht schaffen wird. Wenn du jetzt Lüdenscheid spielen kannst, dann wird später auch kein Problem sein. Wir haben an der Performance sehr viel gemacht, beziehungsweise Sebastian hat an der Performance sehr, sehr viel gemacht. Alles, was die Plugin-Programmierung betrifft im Spiel, das macht der Sebastian. Da wurde sehr, sehr viel Zeit investiert und die Performance ist extrem besser geworden. Das heißt, wenn du früher schon spielen konntest, wirst du jetzt auch kein Problem haben. Und zur Not muss man halt mit Grafikabstrichen leben, dass man halt nicht auf Ultra spielen kann, sondern nur auf hoch oder im Notfall halt auch auf niedrig, aber. Leo, der AB1 ist bereit für dich. Ja, ich blockiere gerade Phils Täter. Ja, ich bin jetzt aber auch da. Also kannst. Vielen Dank. So, habe ihn verfolgt. Hier ist die schöne Wache 21. Könnt ihr dann auch die. So, Pinky, was wolltest du? Sachen ausblenden. Dein B1, da kannst du mal retten und löschen. Ah, da kann ich retten, ja. Nicht löschen, aber retten. Ausnahmsweise mal Leben retten. Generell einfach nochmal, weil es mir persönlich auch so gefällt. Vergesst nicht, wir haben es schon mal vorgestellt. Man kann jetzt gewisse Sachen ausblenden, dann sieht man das, wo die parken zum Beispiel. Oder man kann in die Wachen reinschauen. Da ist die BF3. Wenn sie da wäre. Ja, die sind gerade alle unterwegs.
bleib mal auf Bereitschaft beim Windrad, ich mache noch nichts. So, eins ist so Stopp ist drin, dass wir dann wechseln können. Könnt ihr auch mal schauen, wie das jetzt gelöscht wird. Das wolltet ihr ja vorher, glaube ich, sehen. Grundsätzlich kommt es immer darauf an, das Windrad ist jetzt noch sehr groß. Die sind auch ein bisschen nach unten gezogen, damit sie kleiner sind. Und dann löscht halt die DLK direkt zum Windrad hoch. Also die haben auch 500 Bar Druck, dass sie da hochkommen. Red Pac-Man, ich meine, ich denke, du meinst das FOV-System, also das Fog of Fire, was wir da in der Mod haben. Das ist grundsätzlich von uns anpassbar. Und das ist immer so ein Random-Wert. Mal ist es, wird der Einsatzort angezeigt, mal muss man erst erreichen. Das ist immer randommäßig, sodass es ein bisschen Abwechslung gibt. Krankenwarte musst du halt mal checken. Es gibt ja mehr Karten. Es gibt ja die Linzing-Karte und es gibt die Lüdenscheid-Karte. Die Lüdenscheid ist halt sehr, sehr groß. Das heißt, braucht natürlich der PC auch mehr Leistung. Linzing ist kleiner, das heißt, die kannst du natürlich einfacher spielen. Brauche ich da einmal einen Landeplatz im Chemiewerk? Der SAR 41 ist auf Anflug. Nein, Schokolabi, die DLK ist nicht zwingend erforderlich, damit man das Windrad löschen kann. Wobei das Windrad schon sehr, sehr groß ist, das können wir später noch ein bisschen verringern. Welchen Einsatz meinst du, Leo? B1 PKW Brand Personenschaden. Ah, okay. Dann komme ich da nochmal dazu. Schau jetzt mal schnell, wo ist das Windrad? Oh, Pinky hat die Multiplayer-Partie verlassen. Naja, wir wollten ja hier wechseln. Pünktlich zu. So, passt ja. Ja, aber passt eh perfekt zum Timing, weil dann wechseln wir zu Lüdenscheid. Also wenn Linzing kein Thema für dich ist, Krankenwart, dann wird Brandstedt auch, würde ich jetzt mal sagen, kein Thema sein, weil es auch noch von der Größe her ein bisschen größer ist als Linzing. Aber um einiges kleiner noch als Lüdenscheid. So, Lobby kommt gleich wieder. Benchakan, du kannst dir gerne mal den ersten Stream anschauen, da wurde sehr viel gezeigt. Wir werden diesen Streams jetzt nicht mehr explizit auf die Wachen eingehen, weil es haben doch schon viele Leute gesehen und wir möchten nicht, dass sich dann in jedem Stream das wiederholt, dass wir da zahlreiche Minuten nur die einzelnen Wachen vorstellen.
So. Pinky, wie sieht's aus? Jo. Hey, da muss man noch einen Stream wieder anmachen, dann bitte. Am besten danach jetzt. Ja, warte kurz. Danke nochmal für die ganzen Follows. Gibt es irgendwelche Fragen noch anbei? Während wir reinladen. Schön, wenn es keine Fragen gibt. Ja, wir werden natürlich auch die Leitstelle wieder vorstellen, wenn es soweit ist. Wir haben beim ersten Mal Brandstedt vorgestellt, beim zweiten Mal Lüdenscheid, heute Brandstedt und Lüdenscheid. Und ja, schauen wir mal, was beim nächsten Mal passiert. Nein, den GWMS benötigt man nicht bei Explosionen zur Schadstoffmessung, aber der GWMS wird zum Beispiel beim Gasaustritt benötigt. Da kann er, oder da muss er dann das Gas feststellen und dann eben im Endeffekt diese Gaszufuhr, also den Gasaustritt stoppen. Und ja, zu Release wird es natürlich für jede Karte einen neuen Loading Screen geben. Danny, du Champark oder nicht so? Nee, ja, nicht so Champark. Nicht so. Nimm erstmal du das und ich nehme den Rest, was ich. Ist das meins? Ja, das ist deins. Okay. Streus Gaming, du kannst gerne im Forum schauen. Ich poste den Link nochmal rein. Da gibt es einen Bereich, das ist Ideen und Vorschläge. Da kann jeder schauen, was es an Vorschlägen bereits gibt. B1, Heimrauch, so, Melder. Stream wieder rein. Ist der Heimrauchmelder meiner, Leo? Nein. Nee. Dann schalte ich zu dir um. Ah, ich brauche erstmal, bis ich da bin, das. B2,
Gebäude brennt. Bin das ich? Nö. Ah doch, das bist du, klar. Du hast ja eins. Ja, mit denen hier. Das bist du. Ja, man wird halt irgendwann verrückt, wenn man die ganze Zeit testet und immer wieder spielt und testet, dann kennt man sich irgendwie gar nicht mehr aus. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ins Spiel gekommen ist und was. Weil halt einfach durch diese ganze Zeit, die wir immer getestet haben, ist halt vieles schon normal, so als wäre es schon immer so gewesen. Hier zum Beispiel auch ein neuer Einsatz. Der Mord. Aber die schon mal zugeguckt haben, die wissen das ja. Guten Abend, Lenny. Die Ruckler sind jetzt eher dem geschuldet, dass gestreamt wird und nebenbei habe ich noch einen Stream laufen und spiele auf Ultra, also ich denke, die Ruckler sind jetzt einfach dem geschuldet, dass gerade sehr viel auf meinem Rechner los ist. Brennt schon mal am Heimrauchmelder? Nee, ne? Nee. Noch nicht. Lenny, das hast du schon mal gefragt. Packt der Notarzt ins Gebäude mit rein beim Mord? Pol kann zuschließen, Heimrauchmelder negativ. Macht er. Ui, da hinten raucht gerade jemand ab. Ui, ui. Kann ich nichts für. Ah, die Frau ist tolerant da. Dennis, du musst gerade was sehr Wichtiges am Auto machen. Ah, oh, das ist doch vernünftig. Es wird zu heiß. Ist sie weggegangen? Ja. Ja. Läuft hier gerade in die Arme. Wo, das packe ich, die schicke ich wieder nach Hause. So, Feuer ist aus. Protestkundgebung. B3, Brandtankstelle. Schön. Das bin auch ich. Ich spiele, glaube ich, einen Rettungsdienst, ne? Der 11. Yep. Ja, magst du dich. Brauchst du irgendwas, oder? Ja, magst du dich bei der Demo schon mal auf den Weg machen? Ach Gott, was hast du denn davon? Naja, ich kenne die Demo. Schöne neue Wachen. Der Stream geht bis 21 Uhr. Also ich bin jetzt noch bis 21 Uhr Lüdenscheid. Dann sind wir wieder für ein paar Fragen noch da. Auch jeder natürlich jetzt noch gerne. Wer auch möchte, kann gerne am Discord vorbeischauen. Ja, die fährt einfach mal durch die brennende Tankstelle durch. Ja, so schnell im Drive-By noch ein bisschen auftanken.
wenn die Tankstelle brennt, ist Treibstoff kostenlos. Wissen viele gar nicht. Wir haben neue RTW. Hättest wenigstens den alten RTW schicken können. Das für dich, Leo, oder? Meins. Nee. Kannst du aber. Weiß, die nächste Wache wäre die hier unten. Das tue ich mir nicht an, die hat noch nicht mal was. Du kannst einen ÖSF schicken. Nein. Warum? Dann ist wohl Champark nicht mehr einsetzbar. Mich ist eigentlich geschickt. TALF. Brauchst aber den RW, glaube ich. Ja. Beides. Er ist nicht einsatzbereit. Nein! Da muss das ÖSF wohl kommen. Nein! Doch. Nein. Musst du dein HLF zurückschicken. Der B-Dienst fordert das ÖSF an. ÖSF hat mehr zu sagen als der B-Dienst. Auf gar keinen Fall. Ich hab sonst kein Personal mehr, wenn es brennt. Glück, glaube würde ich sagen. Heul nicht rum. Da wird der ÖSF, es wird das ÖSF gebraucht, das ist wichtig. Ist leider auch nicht einsatzbereit. Du bist gleich nicht mehr einsatzbereit. Ich klau dir dein ÖSF gleich. Kannst trotzdem nicht benutzen. Also ich kann es löschen, dann ist es frei für alle, dann gehört es mir. Ja, aber durch das Springerpersonal kannst du auch nicht nutzen. Stimmt. Bringt dir auch nichts. Böse, böse, böse. Beim VU. Ich stelle mich da mal lieber nach oben hin. Bei der Großdemo laufen die gerade alle wild weg. Ui. Ui. Kleiner Spaziergang. Der ist halt mal zu dir. Kannst mal zeigen. Die sind sehr aggressiv auf den Kratfahrer da. Ja, ich merke das schon. Ja, also... Zieh ich den mal lieber aufs Gelände. Ja. Ja, das ist oh, jetzt gehen sie durch die Stadt. Nee. Jetzt laufen sie durch die Stadt. Da kommt Brandstedt. Wie soll ich das denn machen? Dein SEK-Mann frisst auch gerade ein paar Steine. Ja, ja. Leo hat es letztens geschafft, dass ihm die ganze Ding abgefackelt ist. Das war der letzte Einsatz. Brandstedt hat zwei neue... Was haben die bekommen in Brandstedt? Zwei neue... Agro-KWs. Und die sind die abgefackelt. Ja. Und die Stadtreinigung wird abgeworfen, ey. Die mögen keine Leute, die was sauber machen. Boah, die machen ja eine ganze Wanderung. Ja, da filme. Ja. Viel Spaß. Ich arbeite dran. Danny, schalt mal rüber. Oh je. Ja. Gut. Viel Spaß, die einzufangen, ne? Ja. Schoko, Labi, ich kann dann nochmal zeigen, wie man die DLK anschließt, aber was halt in der 1.0 jetzt geht, ist, also ab der 1.0 dann, hier jetzt nicht anscheinend, habe ich kein Wasser mehr, was haben wir da jetzt gemacht? Hast die Drehleiter gespeist und zu früh aufgebaut? Ja, typisch ich. Auf jeden Fall, du kannst halt die Drehleiter jetzt einfach aussteigen lassen, machen wir gleich nochmal. Machst dann bei der Drehleiter einen Rechtsklick auf das HLF oder auf der LF, was auch immer, und dann speist sich die automatisch dann selber. Wir schmeißen jetzt hier ein Gebäude an, ne, die schmeißen den Polizisten hier vorne. Diese Ui. Demo, oh mein Gott. Das, ich glaube, der braucht gleich einen Rettungsdienst. So, weiß nochmal. Ich arbeite dran. Nochmal in richtig. Also DLK auswählen, rechtsklick auf das Fahrzeug und dann speist sich die von selber. Oh, knapp wird's. Ja, er regeneriert gegen. So, der RW ist auch da. Die natürlichen Heilungskräfte des Polizisten sind schneller.
So. Also muss ich eh nicht. Ich muss nur Kanaldeckel abdichten. Den hier. So. Irgendwo beim Rathaus lungern die jetzt rum. What? Hier sind noch zwei. Ja, ich sehe die drei Stück da, aber. Ein Fußgänger rück ich gleich wieder ein mit der Feuerwehr. Ist alles abgeschlossen. Hier ist auch einer. Lass mich kurz hier vor Ort alle abarbeiten, dann bin ich für alle Wünsche und Fragen da. Nein, es gibt keine FF16 auf Lüdenscheid. Es gibt auch noch nicht mal eine FF15. Es hat sich halt hier was zusammengelegt, das ist ein neues Wachgebäude, ist die FF14 jetzt. Schlauchwagen, Rüstwagen, Löschfahrzeug und TLF-4000. Und der RD-6 ist auch da drin. Die alle auf Spaziergang gehen. Ja, das war irgendwie, glaube ich, durch den Kratfahrer. Das hatte ich gestern auf Brandstedt und dabei sind meine beiden Hago-KWs explodiert. Das nennt man Inkompetenz. Ja, da muss ich Danny zustimmen, Leo. Nein, da war ein TLF 4000, vorher war dann TLF 3000, das wurde ersetzt durch ein neues 4000. Ui, jetzt kommt der Held mit dem Kraftrad. Verkehrsunfall. Ja, wo seid ihr denn zusammengestoßen? Das betrifft ja dich, ich hab mal zu dir. Was hier schafft, das ist auch schon, im das ist schon eine Leistung auf so einer Straße. Ich beobachte mal die Großdemo nebenbei. Da läuft noch einer lang. Ah, der geht ja, der geht ja, oder die geht ja ganz gemütlich. Ja, jetzt kommt irgendein Polizist und die schmeißt schon wieder. Mal wieder krümeln gehen. Jetzt weiß ich, warum Danny das Ding nicht mag. Es ist schon nützlich für Tür abschließen oder so, aber sonst kannst du ja nichts. Ach, der Typ haut die alle alleine weg. Polizei tut immer den Typen auf den Kratz, den die nicht mögen. Der unwichtig ist. Für Motorradfahren stelle ich mir angenehm vor im Dienst. Bei dem TA1 PKW bräuchte noch einen Landeplatz. So, Sekunde, lass mich einmal kurz durchatmen. So, jetzt kannst du haben, was du willst. TA1 Fogio. Du hast auch hier noch Leute rumrennen. Ja, darum kümmere ich mich gleich ganz in Ruhe. Was hast du jetzt mit deinem Stream gemacht, Leo? Boden ist weg. Ach so. Da. Ja. Bevor wir blind werden, mache ich das mal aus. Fixt. Wieder da? So, ist wieder da. Ja. Sehr schön. Schalte dich wieder zu dir um. Bei dir ist ja mehr zu sehen als bei mir. Übrigens, ich poste euch jetzt einen Link rein. Das ist einer der wichtigsten Links. Der führt zu unserem Wiki. Und es wäre uns eine riesen Ehre und würde uns sehr viel bedeuten, wenn ihr euch auch das Wiki einverleibt und diesen Link in Ehren haltet und dann auch gerne mal anderen Leuten schickt, die zum Beispiel es nicht wissen. Im Wiki steht wirklich sehr viel. Und auch mit den neuen Features, die jetzt mit der 1.0 reinkommen, wird es neue Artikel geben, wo alles erklärt ist. Das heißt, es wäre wirklich schön, wenn man das Wiki nutzt, einfach mal kurz reinliest, anstatt bei jedem kleinen Problemchen gleich mal in den Support zu schreiben, wie geht das, wie geht das. Das kostet sehr, sehr viel Zeit. Und da reden wir wirklich von Stunden, die da investiert werden, dass solche Beiträge geschrieben werden. Dann wäre es auch schön, wenn die genutzt werden würden. Und wenn jemand natürlich von euch auch Beiträge schreiben möchte, das kann jeder User machen. Also jeder kann Beiträge schreiben, kann sie einreichen, wir prüfen das dann. Und ja, also wir haben schon einige Beiträge von Usern auch freigeschaltet. Oder auch Änderungen, wenn sich was geändert hat oder irgendwas nicht gepasst hat, nicht irgendwas vergessen wurde, gerne einfach reinschreiben, einen Beitrag ändern. Das kommt, scheint dann bei uns auf, wir prüfen das und dann schalten wir es frei. Also wenn jemand Lust hat, gerne. Flieg deinen Helikopter da weg. Wieso? Ja, weil ich mach einfach.
Nö. Der steht da gerade schön. Aber die Pole ist ein bisschen im Rückstand heute. Merkt man, wir haben so viele Einsätze offen. Eddie. Ja, musst du halt auch gerade einmal quer durch die Stadt laufen, ne? Krankentracht schon, wir haben ja auch schon Ewigkeiten nicht mehr. Das stimmt, ja. Einmal die FF13 dazu. Ui, das ist auch hier direkt daneben. Boah, ich kann nicht die Fahrzeuge nehmen, können aber auch rüberlaufen. Schick. Können wir ja gleich mal beim Ausfahren zuschauen. So. Danke, Lenny. Hier gibt es auch eine Wachampel, die ist jetzt auf Rot. Drum bleibt er auch stehen. Ben Chakan, was meinst du mit, wie macht man, dass alle drei Fahrzeuge gleichzeitig gespawnt werden? Meinst du, dass man die in einer Reihe platzieren kann? Das geht mit Shift. Also grundsätzlich, wenn ich jetzt drei Fahrzeuge auswähle und ich halte Shift gedrückt, dann kann ich die in einer Reihe machen. Sonst ist es einzeln. Servus, Nico Feuer. Die Feuerwehr kann den nächsten rausholen bei dem TA1. Ja, chill bitte deine Nüsse. Danke. Übrigens nochmal danke an die ganzen Follows und das Prime-Abo und an Bad Pac-Man für das Trinkgeld und an Michael für die ganzen geschenkten Abos, Prime-Abos. Danke, danke, danke. Brauchst du noch was von mir, Pinky, oder kann ich? Ja, du kannst machen. Dann ciao. Viel Spaß. Ah, ich muss noch ein Leck abdichten, warte. Kommando zurück. Ah, fährt nochmal zurück. Anfängerfehler. Kannst du mir den Landeplatz nochmal woanders hinsetzen, Phil? Auf die Straße am besten. Wo kommst du? Da so? Ja, das passt.
muss die Pole mal hinterherkommen. Die Pole ist relativ gut auf Stand. Wir haben so viele Einsätze noch offen. Ja. Müsste mal einen zweiten Gefangenentransporter bauen, weil das waren jetzt irgendwie, weiß ich nicht, grob überschlagen 22 Stück. Ne, mehr. Oder 3 GroKWs plus das SEK. Dauert einen Moment. Sind die letzten noch im Weg? Lebst du noch, Leo? Ja, ich lebe noch. Weil uns. Ich hab nichts zu tun. Ja, du zeigst. Du bist im Stream live und zeigst es einfach mal das Wachgebäude da mit der 112, sonst nix. Er ist ja auch schön. Ja, ich habe jetzt den VU gewechselt. Also, danke für die verschenkten Abos, DMH. Hab ich gern gemacht. Ja. Warst du das? Ja. Ah, du Faker, Fake-Account. Das ist kein Fake-Account. Doch. Moin, Jan. TH1, VU-Fußgänger. Das betrifft mich auch nicht. Das betrifft dich. Gar nicht. Natürlich. Aber ich hab da noch das Haarlöff, das müsste da irgendwo sein. 13 Haarlöff ist zuständig. Ja, das habe ich gerade geschickt. Danke für den Follow. Danke für dein Prime-Abo, Jan. Ja, Mutkin gibt es. Es gibt auf beiden Karten ein VU mit Zug und auf beiden Karten auch einen Airliner-Absturz. Nee. Es gibt auf Lüdenscheid ein VU mit dem Zug und auf beiden Karten einen Airliner. Ja, aber auf Brandstedt gibt es den auch, nur haben wir den deaktiviert, weil er uns genervt hat beim Testen. Nee, es gibt keinen. Ja, dann kommt er wieder. Der ist weg. Er kommt wieder. Dann musst du ihn wieder bauen. Na, das geht nicht. Klar geht das, alles geht. Alles ist möglich. So. Ihr könnt ja abstimmen, muss Leo einen VU-Zug bauen bei Brandstedt oder nicht? Aktuell schreibt niemand was, also ich glaube, du musst keinen bauen. Ich soll leider nicht noch kurz was reinschreiben. Ich vertraue Leo, dass er was Gutes baut. Hey. Muss ich da noch irgendwas machen? Unfallstelle reinigen? Nee, das betrifft mich nicht. Ich trage den Verletzten noch nach vorne. Wer auch immer das spielt. Pinky, oder? Ja. Ja. Luis, du hast aber dann den Airliner noch nicht gespielt. Den können wir bei Lüdenscheid jetzt gleich mal auslösen. Du es nicht. Doch, das tue ich schon. Na, ich kann es machen. Wir haben ja gesagt, immer wenn jemand Trinkgeld gibt oder irgendein Prime-Abo oder irgend sowas, das summiert sich und dann kommt irgendwann mal ein schöner Großeinsatz. Als Dankeschön.
Phil, du kannst auch den Landeplatz entfernen. Warte. So, was ich jetzt. Da. So. TH3. Ups. Ich glaube, da ist was passiert. Das ist ja gar nicht der. Denny her sollen das. Müssen wir Ding ausgelöst. Da müssen wir halt noch einen machen. Ja, das ist halt random. Ja. Aber nicht gleichzeitig, ne? Warum nicht? Das geht doch. Okay, wenn du so willst, mach an. Nein, spinnst du. Das komm, sagst du, geht, dann geht es auch. Komm, erstmal der B-Dienst. Das wird nicht funktionieren. Wetten wir? Von der Wache 12 kommt der PKW des Hale, von der Wache 14 der RW und der SW 2000. Die fahren mal die beiden vorderen Zugteile an. Ist gut. Hast du gesehen, dass es zwei Einsatzstellen gibt? Bisschen abgelegen. Warte, was? Ah ja, da gibt's ja auch noch was. Stimmt. Ach du Schande. Oh Gott, da schick ich noch einen C-Dienst hin. Hast du den umgebaut? Ganz schön frech. Habe ich eigentlich nur so wenige LFs? Ich habe ihn nicht umgebaut, ich habe ihn gebaut. War das schon immer so, dass die jetzt dann sind? Wie sind die eigentlich in Kleist? Was? Das ist ja das... Das stelle ich mir richtig geil vor, die Straßenbahn fährt so, der Truck fährt da rein, dann die blockt und die andere Zugmaschine fährt noch mit, fährt noch weiter in die nächste Station. Ja. Aber geil, gefällt mir. Ich sehe auch immer wieder was Neues. Glaube ich nur noch zwei NFs. Zwei müssen reichen, sind nur ein paar Verletzte. Auf die ein, zwei Verletzten. Pinky, du kennst mich. Wie viele Verletzte könnten es denn sein? Mehr als zwei. Ah, da bist du schon auf einem guten Weg. Wenn du jetzt so eine Null dranhängst, mehr als 20. 200? Ist auch schon gut. aber Jan, du bist doch der Jan, oder? Nur mal so als Frage jetzt schnell. Also der Klaus-Peter-Jan. Ein anderer Jan kann... der Jan sein. Ach so, ja, aber dann weißt du ja, welche Einsätze das es gibt. Du spielst es ja bereits. So. Der 12 PKW nimmt die hinteren Zugteile, der fährt gerade rein. Der B-Dienst geht mal untersuchen. Vielleicht noch ein MTV schicken zum Tragen. So, der andere Zivildienst geht da oben untersuchen. Also bist schon am Untersuchen. Ich bräuchte noch Landeplätze für meine beiden Hedis. Gibt's schon Zelte? Zelte stehen schon, ja.
Perfekt. Mache ich mich gleich mal zum Reintragen an. Oder willst du vorher triagieren? Ja, mach ruhig rein. Ich hoffe, dass der Abelmanf noch kommt, wer immer den auch hat. Hab ich den? Ja, ich hab den. Ne, der ist noch nicht geplant, aber jetzt kommt er. Ja, dann hol den mal bitte. Aber nur weil es du bist. Das ist aber sehr nett von dir, Danny. Ja, immer. So. Ah nein, da ist Lea, scheiße, habe ich vergessen. Die Landeplätze noch? Ja, die sind geplant. Dann baue ich die mal dahin. So, jetzt ist frei. Schön. Santex Gott, wie das gefixt, dass der Zug nicht mehr One-Hit löschbar ist. Ich persönlich höre es gerade zum ersten Mal, wenn so ein Fehler bekannt ist oder sowas generell bekannt ist, dann einfach mal bei uns reinschreiben. Hier ist der Link zum Forum, da gibt es einen Fehler- und Problemebereich. Gerne einfach mal reinschreiben, dann können wir uns auch das anschauen. Sonst wird es natürlich schwierig, wenn wir es nicht wissen, können wir es auch nicht beheben. Was auf jeden Fall gefixt sein sollte, ist, dass der Zug als Ganzes abgeschleppt werden muss. Also der wird jetzt auch so eine, der bekommt jetzt auch eine Plane, damit er dann nicht auf dem Abschlepper komplett drüber steht. Einsatzabschnitt B ist fertig. Der Abelmanf ist da. Ein Zelt brauchen wir noch, oder? Ja. Und sofort. Ja, nett. So. Geht. Danny, könntest du den grünen Patienten in das andere Manfzelt tragen? Ich habe hier einen, wahrscheinlich einen roten Patienten. Der geht einmal ins SDG. Ich meine, Elena finde, dann kann ich dir auch sagen, was er ist. Er ist auf jeden Fall halb tot, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich habe nur leider keine Ahnung, wo man Elena rumrennt. Hast ja einen Knopf. Also ich bin auch wirklich so dämlich. Also. Ja, das Zugteil brennt ja. Ich habe das gar nicht gecheckt, dass das Teil brennt. Ich dachte mir das ganze, die ganze Zeit, warum kann ich denn das jetzt nicht raus und nicht rausschneiden? Das ist wahrscheinlich das, was er meinte mit One-Hit löschbar. Na, sind wir jetzt mal gespannt auf deine Antwort. Auf welche Antwort? Ob es One-Hit löschbar ist oder nicht. Na, schauen wir mal. Ja, ist das. Ich hab's gerade aufgehabt. Es kann halt sein, weil wir haben ja die Züge ja nicht brennbar gemacht, sondern nur, dass man jemanden einklemmen kann, dass sie Doors hat, aber da muss halt das Fire Material noch gesetzt werden, dass die dann dementsprechend auch
ein bisschen mehr Brandlast haben. Aber du kannst gerne ins Forum schreiben, dann schauen wir uns das an und dann fixen wir das. Dann haben wir soweit alles rausgeschnitten, würde ich mal sagen, oder? Ja. Polizei, dann kannst du abschleppen. Ist schon die Hälfte auf dem Weg. Brav. Du bist so toll und so schnell. Ja, wenn ich denn dann mal in Ruhe arbeiten darf. Ja, aber das kann ich nichts, dass du so Verbrecher jagst durch die ganze Stadt. Ja, dachte, ist mal lustig, machen wir mal eine kleine Stadtrundfahrt, ne? Die neuen Kollegen von der Bereitschaftspolizei. Jetzt kennen sie sich aus. Danny, kannst du mal auf mich umschalten? Gleich. Ich schalte auf dich um. Digital 195 hat einen neuen RTW im PTZ eingefügt. Das ist der Düsseldorf 1 RTW 1. Der fährt als sechstes Transportmittel im PTZ mit. Ja, und ergänzt einfach den KTW noch. Auch sehr schick aus, auf jeden Fall. Ich hab wieder umgeschaltet. Ja. Ich hatte 5 Sekunden Live-Sendezeit. Danke. Wirklich? Möchtest du noch mehr Sendezeit haben? Nee, warst vorhin schon. Die ganze Zeit schon live, aber dann hast du uns damit überzeugt, dass man dich nicht live schalten kann, weil du uns 2 Minuten lang das 112 gezeigt hast. Der Wache. Ist doch auch schön. Ja. Durchaus, aber nicht 2 Minuten. So. Darf die Wache 12 und 14 einrücken? Nö, sehe ich gar nicht ein. Ja, danke. Ciao. Typisch. Typisch FF, also, die machen immer, was sie wollen. Dass die Pol mal gefordert ist, kennt man ja aus der alten Version. Mal. Aber hier ist tatsächlich so durch die etwas komplexeren Aufgaben, was ihr so am Rande ja seht. Ist dann doch interessanter Pol zu spielen als in der alten Version, also könnt ihr euch auch drauf freuen. Pol, Ruhestörung. Pol, häusliche Gewalt. Das ist jetzt kein Zufall, oder? Nein, ist kein Zufall. Übrigens für die, die gerade eingeschaltet haben, dieses Debug-Tool ist für uns in der Entwicklung da. Bitte nicht bei euch einfach so nutzen, weil man grundsätzlich ist auf eigene Gefahr. Aber drückt zumindest nichts bei den ganzen Sachen rum, weil es gibt Fire Receivers und andere Sachen. Und immer wieder kommen im Forum, ich sehe komische Striche, ich sehe komische Kreise, ich sehe komische, keine Ahnung was. Ja, das passiert halt, weil man rumdrückt und dann irgendwas einstellt, was man sich einstellen soll. Und wenn das Spiel crasht, weil man einen Einsatz generiert über das Debug-Menü, dann ist es kein Fehler. Dann ist einfach der Einsatz nicht funktionstüchtig. Das ist dann quasi selber schuld. Im Aufzug fahre ich an mit der Wache 14. Perfekt. Und SW. Das hat zum Beispiel ein Einsatz, das ist ein neuer für die Polizei. Gibt Mord zum Beispiel oder häusliche Gewalt. Wie man hört, die Einsätze haben auch sehr interessante Sounds. Ich bin ja tatsächlich schon mal da, dann gehe ich schon mal dazwischen. Nee, es funktioniert bei dir nur ohne, weil du wahrscheinlich die Einheiten in der Luft aussteigen lässt. Das ist dann kein Fehler, sondern das ist dann quasi Bug-Using, oder Bug-Using ist falsch, sondern
im Endeffekt eine Funktion nutzen, die halt nicht für das gedacht ist. Ja, wenn die Version draußen ist, wird's eine neue Fahrzeugübersicht geben. Die wird dann ins Wiki integriert sein. Das heißt, man muss nicht stundenlang suchen, sondern hat das direkt im Wiki. Das ist praktischer, glauben wir. Nach Alarmierung. Pinky, einmal die Rettung. Ja, die Rettung lässt sich Zeit. Alles gechillt. Ich glaube, das passt vom Timing auch ganz gut. Weil dann machen wir jetzt die Einzelnen noch fertig, dann ist es eh schon fast 21 Uhr und dann können wir noch ein paar Fragen beantworten und dann beenden wir das. Ja, ich schalte mal auf dich um. Pinky, du meldest dich einfach, wenn du soweit bist mit deiner Einsatzstelle. Ja. Dann brauche ich da jetzt nicht die ganze Zeit hin und her springen. Vielleicht auch noch interessant zu wissen, auf Lüdenscheid ist es jetzt so, dass in jedem Gebäude, in fast jedem Gebäude ein Einsatz passieren kann. Das heißt, es brennt durchaus auch mal die Einfamilienhaussiedlung hier oben öfter oder andere Gebäude, die so einfach noch nicht brennen konnten, wie zum Beispiel das Rathaus in der Stadtmitte jetzt. Wo ist es hier? Die beiden Gebäude können jetzt brennen. Und ja, allgemein kann jetzt überall eigentlich ein Einsatz passieren. Danny, holst du mir nochmal die Leute aus dem Zelt raus, bitte? Pinky, die Rettung ist da. Ist doch schön für die Rettung. Ist doch noch keiner da, was redet denn du? Drück grad wer F7? Ja, ich hab grad gedrückt. Der Abschlepper steht hier schon seit 8 Minuten. Mein Haarlöffel auch nicht mehr weiter. Was hast du denn gemacht? Du hast was gemacht, das ist dein Abschlepper. Ja, wo denn? Hier oben. Ja, der Abschlepper steht halt da. Oh. Ja. So, damit haben wir jetzt alle Verletzten weg. Mache ich hier mal Sonderrechte an. Kann mich da das juckt ihn jetzt so gar nicht. Phil, du kannst die Landeplätze wegmachen. Also gnädig. Wie sieht's denn dann aus? Bist du dann weg soweit, oder? Ich bin da fertig. Gut, dann verkrümmel ich mich da auch langsam mal. Ah, Pinky, hast du noch einen Doktor? Oh. Nö, ich hab keinen Doktor. Haben so Pech gehabt. Fährt der jetzt einfach ohne? Ah, ich hab sogar noch einen RTW. Aber einen Doktor habe ich leider nicht. Ach doch, hier haben wir doch noch einen Doktor.
Seid ihr ready? Alles abgeschlossen, oder? Noch nicht. Ja, du musst mal deine Feuerwehr da wegschicken, die blockiert alles. Gar nichts. Und wir warten auch auf Pinkys Doktor. Pinky, wie heißt dein Doktor? Erzähl es uns. Kann ich dir noch nicht sagen. Das kommt er denn? 1 nach 1. Hier kommt er. Welcher Spieler bist du? Der Rettungsdienst? Spieler 4. Ja. Doch. Wo ist er denn hier? 1 nach 1. Ich fahr schon mit, du kannst beim Einsatz bleiben. Nö, ich möchte mitfahren. Und dann schalte ich dich wieder nicht live. Okay. Also. Ist doch da. So, gibt's noch irgendwelche Fragen, die wir beantworten können? Würde ich mal sagen, ich schalte mal auf den Endscreen. Gibt's noch irgendwelche Fragen? Können wir noch irgendwas für euch tun? Freut uns natürlich, dass euch das Team gefallen hat. Wer Lust hat, schaut gerne bei uns im Discord vorbei. Da könnt ihr Leute finden, mit denen ihr Runden spielen könnt. Auch gibt es einen Support-Bereich, wenn jemand mal Hilfe braucht oder irgendwo nicht weiterkommt. Gerne aber auch das Wiki nutzen, wie schon gesagt. Nächste Woche werden wir am Freitag vermutlich auch nochmal streamen, aber sowas werden wir, müssen wir mal kurzfristig entscheiden. Wie gesagt, wir machen es ja auch in unserer Freizeit und als Hobby. Beruflich kann sich immer was verändern, muss irgendjemand arbeiten, in den Dienst gehen. Viele von uns sind ja auch beim Rettungsdienst, bei der Feuerwehr, was auch immer. Oder arbeiten im Krankenhaus oder woanders. Bis 21 Uhr sind wir noch da, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Und natürlich auch nochmal danke an die ganzen Follower, an die ganzen Prime-Abos, an die Trinkgelder oder an das Trinkgeld. Danke, danke, danke. Ja, das haben wir auch nochmal. Dankeschön. Wünschen euch einen schönen Abend und bis bald. Bis zum nächsten Stream.
chase what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun.